Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich bewerte eure Teams. Hashtag 4. Ja, der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, was ist denn überhaupt gewesen? Du hast es doch gestern schon mal hochgeladen. Und warum hast du es dann gelöscht? Also, um genau zu sein, gab es nämlich ein Tonproblem. Da bin ich selber nicht mal drauf aufmerksam geworden. Das haben mir dann halt nur einfach ein paar Leute in die Kommentare geschrieben. Grüße gehen dabei raus an Gideon Kunz, der das auch sehr gut verdeutlicht hat. Auf jeden Fall danke an ihn. Durch ihn habe ich das auch herausgefunden. Und auch an FIFA TV Gang. Der hat es auch mit reingeschrieben. Das ist jetzt hier einfach ein Re-Upload. Ich werde es einfach alles nochmal machen. Finde ich jetzt nicht schlimm, aber ist halt leider einfach so. Und hoffentlich klappt das heute mit dem Ton. Wir fangen an bei dem ersten mit Kurnjavan. Er ist hier der erste und 110, 120. Das sieht ja schon mal richtig nice aus hier. Alter. Also erstmal hier Ter Stegen. Super nice auf jeden Fall. Dann Hazard, Hernandez, Paco Alcacer, Lucas Paqueta, Sergio Busquets, De Bruyne, Jordi Alba, Piqué, Matip, Alexander Arnold. Alter, das ist echt ein krasses Team, würde ich sagen. Also, mir fällt jetzt erstmal nicht Großes auf, was man vielleicht verbessern könnte. Weil, wie gesagt, das, was ich hier sage, das müsst ihr überhaupt nicht tun. Ihr könnt ja auch die Spieler, die ich zum Beispiel nicht mag, auch komplett feiern oder so. Also, das ist ja mal ganz klar. Es ist am langen Ende eure Entscheidung, was ihr mit eurem Team macht. Ja. Und sonst hier, also das sieht echt krass aus. Ich finde eigentlich nichts, was man verbessern könnte. Und deshalb würde ich hier gleich mal sagen, was ist das denn hier für ein Einstand? 10 von 10 hier. Für den lieben Kurniawan. Denn ich glaube, jeder kann hier auch mitschreiben und sagen, ja, das ist auch so. Denn guckt euch einfach dieses Team an. Das hat echt Potenzial. Also 10 von 10 hier für den lieben Kurniawan. Alter, es geht ja schon mal richtig gut hier los. Mal sehen hier, wie es weitergeht mit Tizi. Auf YouTube heißt er, glaube ich, Tizi FIFA Mobile. Ich bin mir nicht sicher. Das sieht schon mal so aus, als ob du Treasure Hunt, also Schatzsuche-Event, total gesuchtet hast. Was man hier so sieht, so mit Okocha, als ob du JJ Okocha gezogen hast. Zaha hier auf 100 sogar schon und Casemiro. Ich will mir den ja vielleicht auch kaufen. Ja, und Mandy hast du auch fast auf 100. Krass auf jeden Fall hier, Tizi, und auch schon 3 Ränge. Also, Hut ab auf jeden Fall. Hakimi passt jetzt vielleicht nicht ganz so gut rein, weil er bei dir nur 106 hat. Oder auch Goulam hinten als LV, der hat halt auch nur 105 bei dir. Aber ist ja am Ende deine Entscheidung. Auch Seedorf hat bei dir nur eine 105. Also ist ja deine Entscheidung am langen Ende. Ich würde dir dafür eine 9 von 10 geben hier für dieses Team. Du bekommst von mir eine 9 von 10. Das liegt halt auch ein bisschen halt mit daran an Hakimi und Goulam und Seedorf. Aber es hat am langen Ende deine Entscheidung und 9 von 10. Alter, das ist ja fast volle Punktzahl. Gehen wir weiter hier zu Chess. 113, 120. Das ist echt krass. Aber erst einen einzigen Rang. Also, er scheint noch nicht so viel gespielt zu haben. Er geht wohl eher so auf Skill Boost, was man auch sieht hier bei seinem Casemiro, wo er plus 16 hat. Krass auf jeden Fall. Oder auch hier bei Joel Matip. Alter Schwede, das ist echt ein krasses Team. Schauen wir mal. Sieht erstmal total krank aus. Also ich weiß jetzt nicht, was dazu. Gibt es hier überhaupt was Schlechtes, was man finden kann? Oder ist das. Ja, also eigentlich, das ist total krasses Team, würde ich sagen hier. Grüße gehen raus hier an Chess. Denn das ist einfach ein richtig, richtig krasses Team. Und ja, wer sich das jetzt hier auch schon so anhört, der wird auch, glaube ich, denken, was ich jetzt sagen werde. Und zwar 10 von 10 hier für dich. Denn das ist einfach wieder mal ein komplett krasses Team. Also ich glaube, jeder kann da mitgehen. Weil das ist echt krass. Ja, dann gehen wir hier zu Rex über. 112, 120. Das müsste, ich bin mir nicht sicher,
Es müsste Christian Winkler sein, der immer unter meinen Videos kommentiert. Also hier, Christian Winkler. Das sieht ja schon mal richtig geil aus hier. Wenn ich sehe, fünf Spieler schon, die du auf 100 hast. Alter. Alter Schwede, sieht ja richtig cool aus hier, dein Team. Was vielleicht nicht so ganz reinpasst, ist vielleicht Hazard. Der hat keine Links und der hat doch nur 107 bei dir. Ansonsten vielleicht Roberto Carlos, der hat nur 108. Aber sonst, ich glaube, den willst du dir auch nicht rausholen, weil der halt ist halt Roberto Carlos und das ist eine Icon. Also wirklich. Modric hat jetzt auch nur 107 bei dir. Aber sonst hier krasses Team, würde ich sagen. Ich gebe dir mal eine 9 von 10. Eine 9 von 10 hier für dich, lieber Rex oder auch Christian Winkler. Nices Team auf jeden Fall. Echt nices Team. Und machen wir gleich mal weiter mit dem Maxwell. 100-620, das klingt ja auch schon mal recht gut. Und er hat auch JJ Okocha. Haben den etwa alle gezogen? Oder was? Bin ich hier der Einzige, der nicht JJ Okocha gezogen hat? Was mir aber auch bei dir auffällt, dass Okocha auf der falschen Position ist, genauso wie Wanyama und auch Almiron. Das ist halt wegen der Skillboost, weil die auf der falschen Position sind, bringen die halt auch weniger, sag ich jetzt mal. Und deshalb würde ich sagen, deshalb hat ja auch dein Almiron nur 100. Und ja, ich denke, wenn du ein oder zwei schon von denen austauschst gegen den richtigen, der auf die Position auch passt, du wirst bestimmt 107 oder 108 bekommen. Sonst, krasses Team, auch das hier ist echt krass, ich habe ja auch 106. Und hier, du bist eigentlich, ich weiß gar nicht, über welche Liga du so richtig hier gegangen bist. Ein bisschen La Liga, Icon, eigentlich ist ja alles mit drin vertreten. Finde ich nice, dass du so ein Mischmasch, sag ich jetzt mal, machst. Nice auf jeden Fall. Gutes Team, ich gebe dir halt durch Wanyama, Almiron und Okocha, ich gebe dir eine 8,5 von 10. 8,5 von 10 hier für dich, lieber Maxwell. Aber ich glaube, damit kann man auch zufrieden sein. 8,5 von 10. Da fehlt nicht viel zur vollen Punktzahl. Hier, Gamervielfalt, der heißt auf YouTube Gamervielfalt FIFA Mobile, glaube ich. Also hier haben wir hier den Gamervielfalt FIFA Mobile. Bei dem könnt ihr auch mal auf YouTube vorbeischauen. Der macht echt gute Videos. Und ja, dann werden wir hier mal gucken. Also Martial, Wijnaldum, Hullet. Schau mal hier die ganzen 100er, auch Van Dijk. Ha, sieht schon echt krass aus, das Team. Henderson hat jetzt nur 105 bei dir, passt jetzt vielleicht nicht so gut. Duffy hat auch nur so 106. Dani Alves auch nur 106. Auch Alisson hat nur 106. Aber trotzdem hier, das ist einfach ein krasses Team. Krass, wie weit du schon bist. Also wirklich, hier auch Grüße gehen raus an dich, Gamervielfalt. Weil das ist echt auch ein cooles Team hier mit Gabriel Jesus. Bernardo Silva hat auch nur 106 bei dir. Ja, das sind so ein paar Kleinigkeiten. Und am Ende gebe ich dir eine 8,5 von 10, würde ich sagen. Halt hier durch ein paar Kleinigkeiten. Aber im Großen und Ganzen echt gutes Team hier. Schon hier mit 400er Spielern. Das ist auch echt krasses Team hier. 8 von 10. Dann gucken wir hier mal bei Neymar 10 vorbei. Mal sehen, was er für ein Team hat. Ein 108-120. Ja, das sieht gut aus. Und in der Mitte Havertz. Eieiei, das sieht echt gut aus. Mit Havertz in der Mitte. Gucken wir mal sonst. Ja, Vecino passt vielleicht nicht ganz so gut, weil er nur 105 bei dir hat. Sonst finde ich eigentlich gar nichts anderes, was irgendwie nicht so gut sein könnte. Ich finde einfach gar nichts mehr richtig. Es sieht echt, echt gut aus hier wieder, dieses Team. Das hat echt Potenzial, dieses Team. Also lieber Neymar 10. Hier mit Ospina, Saha, Salah hier auch auf 100 schon trainiert. Lampard, Havertz. Das ist echt krass hier, was du auf die Beine gestellt hast. Und halt wegen Vecino und so. Ja, ist was Kleines.
Ich gebe dir mal eine 9,5 von 10. 9,5 von 10 gebe ich dir, lieber Neymar 10. Nices Team auf jeden Fall. Nice, nice, nice. Ja, dann kommen wir hier auch mal mit zu einem Administrator hier in der Liga. Zu der Coole. Das müsste Henrik Stemmann sein. Also hier Grüße gehen raus an dich, Henrik Stemmann. Schauen wir mal hier das Team. Wijnaldum, oh, auf 100 trainiert. Richtig nice. Auch Salah, alter Schwede. Richtig nice. Mm-hmm. Sonst so, ich finde eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so zum Verbessern so, was so wirklich so zum Verbessern anregen könnte. Weil es sieht halt echt krass aus. Hier auch mit Fabian. Alter, echt krasses Team. Kann ich nur sagen. Ich weiß nicht. Ach komm, Leute, ich habe heute meine Spendierhosen an, weil das ist echt auch wieder mal ein total krasses Team. Ich bewerte irgendwie viel zu gut, aber hier, klare Sache hier, der Coole, du kriegst natürlich 10 von 10. Denn was für ein Team einfach. Was für ein Team. Okay, hier nächstes von Rafik16. 100-820, sehen wir uns das gute Stück mal an. Sieht schon mal auch wieder, wieder, erster Blick und es sieht einfach wieder mega aus, das Team. Piqué, naja, der ist jetzt hier auf 105. Ja, aber sonst, ja, Nesta und Rose sind halt bei 106, okay. Aber trotzdem hier sonst hier Sokrates. Krass auf jeden Fall hier. Shaqiri ist jetzt, Shaqiri passt nicht richtig rein, finde ich. Weil der hat halt nur 103 bei dir. Der passt schon überhaupt irgendwie doch gar nicht rein. So, er kriegt auch nur einen dunkelgrünen Link durch die Icon und einen hellgrünen durch Kondogbia. Also bei dir würde ich sagen, halt durch Piqué, Nesta, Rose und vielleicht auch Lucas Paqueta, weil der halt auch nur 106 bei dir hat, gebe ich dir mal eine 8 von 10. Eine 8 von 10 kriegst du halt auch wegen Shaqiri, der hat das wohl so das meiste bei mir ausgemacht, würde ich sagen. Also lieber Rafik16, du kriegst eine 8 von 10. Ja, Leute, dann sind wir jetzt auch schon bei dem letzten Team des Tages angekommen. Also nicht des Tages, aber der Folge. Denn später probiere ich noch die anderen Folgen hochzuladen. Dann gucken wir hier uns mal das Team vom lieben Xbox One an. So, wollen wir mal sehen. Was mir bei dir auch schon sofort auffällt, total super hier über Bundesliga gegangen. Das sehe ich selten. Das sehe ich echt selten. Dass jemand auch so hier richtig wieder über Bundesliga geht. Ich finde, Thiago passt nicht so. Doch, er passt natürlich schon rein. Aber halt wegen seinem Guesswert. Der hat halt nur 102 bei dir. Genauso wie Goretzka. Oder auch Alaba. Der hat halt auch nur 91 bei dir. Also an den... dort solltest du vielleicht nochmal was machen, würde ich sagen. Ja, sonst sieht echt auch halt auch echt krass aus, weil es einfach Bundesliga ist. Ein Stück Heimat. aber halt Thiago, Goretzka und Alaba, ja. Vielleicht gibt es auch für die Position keinen anderen Deutschen. Und das sind vielleicht die besten. Ich hab mich jetzt im Vorhinein nicht darüber informiert oder so. Ich habe jetzt auch einfach nur so die Teams genommen und bewerte sie jetzt. Ja, und da kann ich halt nur das sehen, was ich jetzt hier so sehe. Und ja, deshalb würde ich dir einfach mal eine 8,5 von 10 geben. 8,5 von 10 für dich, lieber Xbox One. Ja, Leute, das soll es auch hier schon für die erste Folge ich bewerte eure Teams wieder gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch heute, ich werde heute wahrscheinlich noch die anderen Folgen hochladen. Wenn ihr heute bei den anderen Folgen auch mit reinguckt, auch wenn euer Team jetzt schon dabei war. Würde mich freuen, wenn ihr gerne auch nochmal bei den anderen Folgen da vorbeischaut. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.